Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 17 Karriere, wie sie wieder mit am Start ist. Es ist die zweite Season, die startet mit Eintracht Frankfurt. Jawohl. Und wir kriegen soeben die Information rein, dass Seferovic den Verein verlassen hat. Er hatte sich mit Stoke City darauf geeinigt, nach Ablauf seines Vertrages dorthin zu wechseln. So, das heißt, wir kriegen keine Ablöse und gar nichts. Das ist sehr schön. Herzlichen Dank auch für nichts. So, Branimir Gota, ebenfalls von Stoke City umworben. Was ist denn hier los? Ne. Der bleibt mal schön bei uns, da könnt ihr aber glauben. Also unser Gotachen, den können wir, den gehen wir doch nicht her. Kommen wir denn dahin? Als ob. So, pass auf. Wir gehen jetzt mal in die Mannschaftsübersicht. Da müssen wir jetzt mal gucken, weil wir haben ja zwei, drei Spieler jetzt verloren tatsächlich. Oh ja, wir haben sehr viele Spieler sogar verloren. Wir haben sehr wenige Spieler jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich einkaufen. Wir müssen so einkaufen, dass die Mannschaft ordentlich verstärkt wird, denn wir spielen bekanntlich in der Champions League. Ja, wir haben ein Transferbudget von... warte mal. Wo sehe ich das denn? Hier. Da haben wir es. Wir haben ein Transferbudget von... Wo haben wir es denn? Vereinswert, Prognose. Wo steht denn das? Verdammte Axt. Haben wir nur 13 Millionen Transferbudget? Nee, das kann gar nicht sein. Oder? Kann das sein? Das wäre ein bisschen arg krasser. Wir hatten doch voll viel Kohle eigentlich gehabt. Hm. Na gut, dann ist das wahrscheinlich so. Aber 13 Millionen ist ein bisschen arg wenig. Wir hatten doch voll viel Kohle gehabt. Hm. Na gut. Schauen wir doch einfach mal rein. Ich würde, wie gesagt, gerne Fosu-Mensa und Vallejo haben. Bei Fosu-Mensa hatten wir eigentlich eine Kaufoption, aber irgendwie ist das bei FIFA mal so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ist mal so ein bisschen komisch, ne? Das irgendwie so zu handhaben, sag ich mal. Wir machen einfach mal Anfrage für Kauf. Und wir bieten Manchester United einfach mal ganz schnuckelige 4 Millionen. Wir haben tatsächlich nur 13 Millionen, das ist echt wenig, ne? Krass. Zwischen 7 und 8 Millionen ist er wert. Okay, sollen wir vielleicht doch nochmal eine Leihe probieren? Hier ein Jahr und künftige Ablöse machen wir einfach mal 7 Millionen. Probieren wir es mal so. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Wo ist unser ganzes Transfergeld hin? Ich habe damit eigentlich fest gerechnet. Hm. Gut, dann können wir uns so jemand wie Thielemans eigentlich echt abschminken, ne? Was ist ärgerlich? Kacke. Wir setzen einfach mal eine Anfrage zu Juri Thielemans. Der wäre natürlich super geil, aber das wird wohl nichts werden. Dann probieren wir es mit. Was haben wir denn da noch? Ich habe natürlich eure ganzen Vorschläge hier noch. Iheanacho. Machen wir auch einfach mal eine Anfrage. Der kann ja nicht so mega teuer sein. Eigentlich. Hoffe ich, denke ich. Anfrage. Ja. Achso, warte mal, ihn beobachten bitte. Genau, das hätten wir bei Thielemans eigentlich auch machen müssen, aber okay, egal, scheiß drauf, komm. Drauf geschießen. Drauf geschießen. Ja, ja. Achso. Wen haben wir da noch? Jürgen Damm, Alter, Name, Jürgen Damm. Damm, Damm, Damm. Jürgen Damm, da ist er. Rechtes Mittelfeld. Richtiger Jürgen, Alter. Richtiger Jürgen. Wurde auch vorgeschlagen, unter anderem. Gerne mal beobachten und eine Anfrage rausgehauen. So. Ach ja. Vallejo. Ah. Jesus Vallejo, da ist er. Ach, 10 Millionen, Alter. Dann machen wir eine Anfrage. Mal gucken, was sie wollen. Ja, das ist so ärgerlich, ne? Ich guck mal kurz, vielleicht. Warte mal, wir können auch mal kurz den E-Mail-Eingang gucken. Aspekte kommerziellen am Trainer zu entscheiden. Faktoren, bemisst. Bewertung. Ah, warte mal. Ah, Moment, Moment, Moment. Da ist unsere Kaufoption. Haha. Ach, wir haben schon ein Leihangebot wieder rübergeschickt, oder wie? Würde letzte wohl zwischen 7,4. Ja, gut. Okay, die 7 Millionen können wir, aber wir können das nicht bezahlen im Moment. Das geht nicht. Ich guck mal kurz, ob wir unsere Transferbudget noch ein bisschen erhöhen können.
Konnte man das denn hier nochmal sehen, verdammte Axt? Finanzen. Haben wir eigentlich Jobangebote? Jetzt nur mal so Interesse halber. So, minus 75.000 haben wir. Profit, okay. Einnahmen, Merchandising, Spielergehälter. Ah, da oben gab es noch ein Fenster, guck mal. Transaktionen, Spielergehälter, Budget. Okay, können wir das Gehalt noch ein bisschen erhöhen? Machen wir es mal so. Und dann würde ich, wie gesagt, gerne noch... Ich würde gerne noch ein bisschen das Transferbudget erhöhen, wenn das geht. Ging das nicht irgendwo? Oder kann man das nicht mehr? Ich möchte jetzt die Transfers vielleicht. Warte mal. Schüsse, Transferfahrten und Verträge. Ich glaube, das geht nicht mehr, kann das sein? Nachwuchs, Zielüberblick, bla bla bla. Kann man sein Transferbudget nicht mehr erhöhen lassen? Budget. Zuweisung weiter. Das ist ein hartes Brot, ne? Das ist ein hartes Brot, ich sag's euch. Okay, da haben wir die ganzen Anfragen. Müssen wir uns vielleicht doch mal überlegen, ob wir da nicht doch mal irgendwas machen. Boah, 17 Millionen wollt ihr haben? Alter, ihr seid dann immer ganz knusper. Ich würde sagen, wir probieren es auch hier mit einer Leihe vielleicht. Einfach ein Jahr. Ohne Kaufoption. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht klappt's ja. Wir werden uns, wie die echte Eintracht, auch auf Leihgeschäfte fokussieren müssen, tatsächlich. Aber mit 13 Millionen in der Champions League kommst du nicht weit. 31 Millionen. 13, seid ihr bescheuert oder was? Komm. Ey, der war schon bei uns, ne? Also Valero hätte ich gerne. Da bin ich auch bereit zu sagen, komm, wir gehen ein bisschen über die Grenze. Wir machen mal 7 Millionen und gucken mal, was sie dazu sagen. 13 Millionen, ihr seid doch bescheuert. Ich glaube, es geht los. 13 Millionen. Oh, ein Angebot für Branimir. Nee. Pass mal auf. Für 15 könnt ihr ihn haben. Man kann es ja mal probieren, oder? Was sollen die Bremen? Sorry, Werder, aber für euch kostet er auch 15. Mal gucken. Ja, ob ihr Angebote verfasst mit seiner Frist. Ja, komm, mach das mal. Ist doch nicht so schlimm. Ihr seid so ein großer Club, ihr macht das schon. Easy going. So, wir haben Transferangebote erhalten. Oh, guck mal. Auch wieder Turin. Auch hier sage ich 15 Millionen und ihr könnt ihn haben. Wenn es irgendein Verein 15 Millionen gibt, ist das in Ordnung. Radetzky fangen wir bei 24.000 an zu sprechen. Man kann ja mal übertrieben anfangen, oder? Ist doch gar kein Problem. So. Wir müssen irgendwie Geld machen. Geht nicht anders. Oh, warte mal, Laie mit Kaufoption war da gerade, warte. Seid ihr bescheuert? Ich habe doch extra 0 Euro gemacht. Ich wollte das doch ohne Kaufoption machen. Was ist mit euch denn los? Ach so, ich hätte nicht festgesetzt machen müssen. Ja, okay. Nochmal, 5% und 2 Jahre. Vielleicht machen sie es ja. Ich denke eher nicht, aber... Da können wir es ja immer noch mit einem Jahr probieren vielleicht. So, was haben wir hier? Radetzky. Ein Transferangebot. Hey, Paris. Was geht ab? Die wollen sich an unseren Torwarten bedienen, hier die Pariser, ne? Merkst du. Was haben die? Die haben das Angebot nochmal erhöht. Oh, um 500.000. Boah, ihr seid ja Hammer. Wer da? Ihr seid ja der Wahnsinn. 5,5. Ja, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen, Freunde. Dass das nicht so viel wert ist. Okay. Alles klar. Verzögerung inakzeptabel. Okay, okay, okay. Pass auf. Ich bin bereit, euch 9 zu geben. Wir kennen Vallejo. Es ist ein super Spieler. Er ist ein klasse Verteidiger. Wie gesagt, ich... Ich sag mal, die Grenze... Meine persönliche Grenze liegt bei 10.
Ja. Ja, also Fusuminze haben wir schon mal. Sehr geil. Geil. Warum wird uns das jetzt abgezogen vom Transferbudget? Kannst du mir das sagen? Das ist eine Katastrophe, ey. Transferangebot für Hekuta. Wie die sich alle mal auf einen Spieler so, ne? Und drauf fokussieren, sag ich mal. Finde ich immer ziemlich krass. Turin. Oh, 9. Okay. Pass auf. Wir nähern uns mal ein bisschen an. Ich bin bereit, 14,5. Kalecki. Ja, gerade für euch kostet er immer noch genauso viel. Boah, Stoke haut ordentlich raus, ne? Wir müssen halt auch einen Torwart wieder kaufen, ne? Das ist natürlich die Geschichte, aber 19 Millionen für einen 27-Jährigen ist schon krass, ne? Pass mal auf, ich bleib mal dabei. Wir bleiben mal hart. Bei 21,5 könnte er ihn haben. Ohne mit der Wimper zu zucken. Mal gucken, was sie jetzt sagen. Aber ich mache dir jetzt nicht klar hier das Geschäft. So, PSG sagt 18. Oh. Bremen sagt nein. Okay, okay, okay. Bleiben bei 19. Ich bin sehr gespannt, ob die das jetzt annehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wer steigt da jetzt noch mit ein? Oh, Moskau, die haben auch Geld. Ne, ihr habt auch Kohle, ich weiß das. Nee. Ich bleib hart, Freunde. So, was haben wir hier? Er ist uns nicht so viel wert. Yes! Ja, das ist die erste positive Nachricht dieser neuen, noch frischen Saison. Vertragsdauer 4 Jahre, bin ich hart dafür. Rolle im Kader. Wichtig für die erste Mannschaft auf jeden Fall. Und er kriegt unser komplettes Transferbudget noch. Wir strecken uns richtig für dich, mein Freund. Jetzt beinahe gesagt, mein Schatz. Aber das lassen wir mal lieber. Na komm. Du bist unser Top-Transfer, Bruder. Ich gebe ihm extra ein bisschen mehr Gehalt, dass er das Ding jetzt auf jeden Fall annimmt. Ne? Also nicht wieder über mich flamen. Wie dumm ich doch bin. Ich will, dass der auf jeden Fall kommt. So, Stoke City. Die bleiben echt hart, ne? Ja komm, also Leipzig ist komplett raus aus der Nummer. Kannst komplett vergessen. Gotha nochmal. AZ Alkmaar. Okay. Nee. 14. Nicht mehr, nicht weniger. Oh, ich weiß jetzt nicht, jetzt müssten wir im Stream eigentlich sein, ne? Also das kannst du vergessen, das könnt ihr euch abschminken, Freunde. Ihr habt genug Geld, ich weiß das. Boah, das ist jetzt natürlich... Das Ding ist, wir haben es uns mit unserem anderen zweiten Torwart schon versaut, ne? Das ist jetzt echt scheiße. Mit Lindner. Mach mal kurz zögern. Ich muss mal kurz gucken. Wie sieht's denn jetzt mit Iheanacho aus? Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Warte, Transfers? Wo war denn das Transferüberblick? Wie schaut's aus, Brüder? Den haben wir schon mal. Das ist cool. Lakale? Alle Vereine. Ach, das ist, was hier so anders noch passiert ist. Alter, für 32. Seid ihr bescheuert, Alter. Das ist ja immer ganz knusper, ey. Philipp zu Mainz, Benfica Pele zu Bilbao. Cordoba zu Dortmund von Mainz. Boah, ich bin gerade echt ein bisschen. Ich weiß es nicht. Achso, warte, ich wollte gucken, was mit Iheanacho jetzt ist. Haben wir hier irgendwie Transferverhandlungen? Schaut es denn jetzt aus? Habt ihr da jetzt mal drüber nachgedacht? Ach, Bestätigung. Ah, okay, 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 die haben es gemacht. Ja, Stylo Milo. Geil. Haben wir Iheanacho schon mal safe. Das ist doch wunderbar. Geil. Cool. Also Vallejo ist noch in der Schwebe. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben jetzt Iheanacho, wir haben Mensa und wir haben Vallejo. Also halbwegs zumindest. Oh, Meier will auch jemand haben.
Nee, komm, ich nehme das jetzt ab für Rota. Meier? Nee. Den würde ich ganz gern schon noch ein bisschen behalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warte mal, ganz kurz. Also ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich bin total... Also ich glaube, wenn wir jetzt 21 Millionen machen, glaube ich, werden sie es nicht mehr machen. Ich überlege gerade, was wir noch brauchen. Also wir bräuchten auf jeden Fall noch... Wir brauchen natürlich einen neuen Torwart, ne? Das ist ja ganz klar. Wir haben noch ein Transferbudget von... Warte mal, was geht denn dann ab? Dann haben wir 9 Millionen minus, dann haben wir noch 2 Millionen. Hätten wir 22 Millionen für neue Spieler noch. Ja, komm. Komm, wir machen's. Scheiß drauf. Er hat 79 gesamt. Er ist 27 Jahre alt. 20 Millionen, das ist ein super Angebot. Das ist, glaube ich, also... Oh, ich hoffe, ich werde nicht fertig gemacht im Kommentar. Ich glaube, das ist aber ein gutes Angebot. Wie gesagt, er hat nur 79, ja. Er ist zwar erst 27, das ist eigentlich das perfekte Torwartalter, aber 20 Millionen ist schon ein guter Preis. Ja, und wir werden einen Torwart finden, der das genauso gut macht. Pass auf, haben wir denn hier jetzt überhaupt noch einen Ersatztorwart? Wir haben Stöckli und wir haben... Sonst niemanden, ne? Ja. Okay, pass auf. Wir hatten doch mal einen gehabt, der hieß Dragowski. Kann das sein? Oder hatte ich da mal nachgeguckt gehabt in den FIFA-Dingern? Lass uns mal gerade schauen. Ich glaube, Dragowski hieß der. Warte mal, gibt es Dragowski? Dragowski, genau der hier. 19 Jahre ist das. Genau der ist das. Anfrage und beobachten. Genau der war das. Vielleicht können wir den ja holen. Dann haben wir Stöckli als Nummer 2 sozusagen. Den müssen wir natürlich aufbauen, ne? Ist ganz klar. Den können wir nicht einfach so easy peasy dann mal reinmachen, wenn wir Bock drauf haben. Das geht natürlich nicht. Lass uns mal gerade schauen. Foso Mensah kommt auf die ZDM-Position. Iheanacho können wir gerne schon mal vorne reinsetzen vielleicht. Möglicherweise müssen wir unser Konzept aber ein bisschen ändern. Ne, müssen wir mal gucken gleich. Dann haben wir Gacinovic auf links. Also für links und rechts hätte ich vielleicht sogar noch ganz gerne jemanden. Müssen wir mal gucken. Also Vallejo würde auf jeden Fall kommen scheinbar. Das ist auch nicht schlecht. Na, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Der ein oder anderen Spieler habt ihr mir hier ja tatsächlich noch aufgeschrieben. Jetzt gucke ich erstmal, dass Vallejo vielleicht zusagt, dass das mit Radetzky auch durchgeht. Nicht, dass die sich nicht mehr näher kommen oder sowas. 20,5, was? Ihr seid doch scheiße. Also wenn Dings nicht will, ne? Was haben wir hier? Ich sag den jetzt auch einfach mal, ne? 22,5. Also wenn Stoke nicht will, hätten wir ihn mit Moskau auch noch los. Hätten wir das auch noch durch. Okay, das ist ja schon mal sehr beruhigend. Was habe ich da gerade mit Vallejo? Angebot abgelehnt. Könnte mich über... Hä, ist das dein Ernst? Alter, du Spacken, du warst doch schon da. Du musstest dich doch nicht mal neu sortieren. Hä, was ist das denn? Dann haben wir hier Florenz, 10 Millionen. Muss mich verarschen. Pass mal auf. Da krieg ich 6,5 von mir. Glaub's ja wohl nicht. Pff, 10 Millionen. Am Arsch. Ah, es ist alles noch so in der Schwebe gerade, ne? Das macht mir irgendwie gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Spieler verkauft. Alles klar. Ey, gib mir nur 15 Millionen davon. Willst du mich verarschen? Alter. Das sind nur Spasten, Alter. Dieser scheiß Eintracht Frankfurt-Vorstand. Okay. Pass auf, wir probieren es nochmal. Angebot des Wochengehalt. Wieso ist das ein Minus? Muss ich da vielleicht nochmal kurz die Dingens... Dann haben wir schon wieder keine Kohle. Alter, das ist so... Es ist echt scheiße, ne, dass wir unser Geld nicht haben. So wie es geplant war eigentlich. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich maßlos.
Okay, pass auf. Boah, ärgert mich das. Okay, pass auf. Schauen wir uns das nochmal an. Er hat ja gesagt, man könnte mich überzeugen. Das heißt, er will mehr Geld wahrscheinlich. Also ich strecke mich jetzt noch bis 110. So. Reicht natürlich nicht. Och, Müll. Ich stehe am Arsch. Ah, warte. Auf der anderen Seite will ich mich gar nicht so lang strecken. Ich überlege gerade, ob wir es mit Vallejo probieren sollen oder nicht. Ob mir noch ein anderer Verteidiger einfällt, mit dem man es vielleicht probieren könnte. Ja, mal gucken. Begegnung, warte mal, da wollte ich nicht hin. Büro auch nicht. Doch, Büro wollte ich. Das Ding ist, wenn wir jetzt hier das Budget wieder so weit strecken müssen, dann bleibt uns wieder fast nichts übrig, weißt du? Das ist echt eine verzwickte Lage gerade. Also ich strecke mich jetzt noch bis 112.000. Wenn er das auch nicht will, dann kann er mich mal, ganz ehrlich. So. Letztes Angebot. Bruder. Nimm das an oder lass es. Dann sitzt lieber bei Madrid auf der Bank, ist mir auch egal. So, da haben wir ein Angebot geschickt, das ist alles gut. Wir müssen halt echt hoffen, dass ein Iheanacho einsteigt, ansonsten haben wir echt Probleme. Und wir brauchen eigentlich noch was für links und rechts Spieler-mäßig. Das wird sonst echt übel. Ach, Lindner ist doch noch da. Okay. Naja gut, wenn es jetzt mit Dragowski nichts wird, müssen wir es halt mit Lindner probieren. Ist einfach so. Kann man dann auch nicht ändern, ne? Und vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen auf Leihgeschäfte setzen. Ich hätte gesagt, komm, wir leihen Thielemanns eine Runde aus. Wobei, wir spielen Champions League. Wir müssen ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Komm, wir probieren es einfach. Lass es uns probieren mit Thielemanns. Kann ja nicht mehr wie klappen. Hier, Thielemanns. Da ist er. Ich hätte ihn schon gerne. Er ist ein super Spieler auf jeden Fall. So, hier, Kontakt für Laie. Wie gesagt, wir probieren es einfach. Torprämie 5%, künftige Ablöse nicht festgesetzt. Zack, fertig aus. Fertig ist die Lauge, weißt du? Wir müssen uns versuchen, über Leihgeschäfte, mit Leihgeschäften über Wasser zu halten. Und einfach hoffen, dass die Spieler sich durchsetzen. So, welche Spieler hatten wir denn noch gehabt? Was ihr mir da geschickt habt? Dembélé von Glasgow. Was ist das denn? Spieler Dembélé. Welcher Spieler ist jetzt der von Glasgow? Das ist nicht der von Glasgow. Warte. Ich habe keine Ahnung. Dembélé, Mana Dembélé. Olivo Dembélé? Der da? Nein. Okay, anders. Wen haben wir denn noch? Suarez, weißt du? Der ausgesucht soll Suarez holen. Wie heißt der? Rafa. Linksverteidiger. Ja, ist nicht schlecht, aber wir haben für die linke Verteidigung haben wir Tavata und Oczipka. Das passt. Da besteht jetzt nicht unbedingt Bedarf. Bei. Was war das? Bay? Lay. Falsch geschrieben. Ach, das Z. Naja, warte. Wie heißt der? Leon. Oh, der linke ist Mittelfeld. Okay. Ja, das ist ja schon mal interessant. Dieser Kackhust, ne? Warte mal, hier haben wir ihn. Aufregender Mann für die Zukunft. Machen wir Beobachten und Anfrage. Wir fragen einfach mal an, ansonsten leihen wir. Fertig aus. Okay. Dann haben wir noch. Oh Gott. Aber ich kriege nicht das zu schreiben hin. Warte, ab. Ah, falsch rum. So. Ab. Dü. Also Ü kommt da eigentlich hin. Dann kommt ein L und ein K. Ümür. Da ist er.
Ömür heißt er. Ömür. Vertrag läuft aus. Okay. Setzen wir gleich mal eine Anfrage.